Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Entspannung mit Russland, keine Verlängerung der Sanktionen mit Russland ist die Überschrift Ihres Antrags. Überraschend ist das nicht. Wieder einmal zeigt sich ein verklärter Blick der Linken auf Russland. Wieder einmal nutzen Sie ein so ernstes Thema zur Schärfung Ihres Parteiprofils. Die CDU/CSU wird dem Antrag nicht zustimmen, weil wir der Verlängerung, weil wir denken, dass die Sanktionen verlängert bleiben müssen. Warum? In Ihrem Antrag findet sich kein einziges kritisches Wort, auch übrigens in Ihrer Rede nicht, weder zur völkerrechtswidrigen Annexion der Krim durch Russland noch zu den kriegerischen Handlungen in der Ostukraine im Donbass. Täglich sterben Menschen immer noch dort. Und insofern verwundert es schon, dass Sie das einfach mal verschweigen. Sie gehen zur Tagesordnung über, schwamm drüber. Das kann und darf unsere Haltung in dieser Frage nicht sein, meine Damen und Herren. Russland trägt die Hauptverantwortung für diesen Konflikt, der viele Todesopfer gefordert hat und auch noch fordert. Soll Deutschland, soll Europa tatenlos zusehen, wie Russland Grenzen verschiebt und die territoriale Integrität der Ukraine ignoriert? Ist Ihnen eigentlich bewusst, was dazu die baltischen Staaten, Polen oder andere ehemaligen Sowjetrepubliken sagen würden? Kennen Sie überhaupt die Sorgen dieser Länder, die befürchten, dass ihnen ein ähnliches Schicksal drohen könnte wie der Ukraine? Wirtschaftssanktionen sind das einzige probate Mittel neben der Diplomatie, eine klare rote Linie gegenüber der Expansionspolitik Russlands zu ziehen. In Ihrem Antrag bezeichnen Sie die Wirtschaftssanktionen als ökonomisch nicht sinnvoll. Zitat. Seit wann sind Ihnen eigentlich wirtschaftliche Interessen so wichtig? Das steht im Widerspruch zu allem, was ich bisher von Ihnen gehört habe. Übrigens würde Leo Tolstoi dazu sagen, im Widerspruch zur eigenen Vernunft zu leben, ist der unerträglichste aller Zustände. Wir stellen die wirtschaftlichen Interessen nicht über das Völkerrecht und die Werte, die Freiheitswerte, die uns so wichtig sind. Wir stellen, ich könnte es auch so ein bisschen salopp formulieren, wir stellen das Kapital nicht über die Moral. Und mich wundert, dass Sie das tun. Mit welchen Instrumenten sollen wir denn sonst reagieren? Doch nur mit der Diplomatie, doch ganz sicher nicht, kann es keine militärischen Lösungen geben. Und insofern hat Russland es selbst in der Hand, die Sanktionen zu beenden. Russland müsste bereit sein, die Minimalforderungen des Minsker Abkommens einzuhalten. Gar nicht so schwer. Warum tun die das nicht? Warum fordern sie nicht ihre Freunde auf, das zu tun? Immer wieder erwähnen Sie übrigens die historische Verantwortung gegen Russland, auch in Ihrem Antrag. Wir haben aber auch eine historische Verantwortung gegenüber der Ukraine. Haben Sie das vergessen? Haben Sie die Toten vergessen, die dort im letzten Weltkrieg waren? Es waren Millionen. Und deshalb wundert mich, dass Sie immer nur auf Russland blicken und nicht auch das Problem Ukraine sehen. Was dennoch natürlich passieren muss zur Verbesserung der Beziehungen zu Russland, sind natürlich alle diplomatischen Möglichkeiten müssen ausgeschöpft werden. Herr Präsident, ich bin sofort am Ende. Alle Kontakte und Gespräche müssen selbstverständlich auch geführt werden. Und schließlich
muss auch der von mir immer wieder eingeforderte Kultur-, Jugend- und Studentenaustausch weiter ausgebaut werden. Das halte ich für ein ganz wichtiges Instrument, fehlt in Ihrem Antrag. Abschließend plädiere ich im Namen meiner Fraktion für die Beibehaltung der Sanktionen. Und noch einmal, ich habe es heute mit Tolstoi, russische Seele, er sagt, alles nimmt ein gutes Ende für den, der warten kann. Wir warten auf die Einhaltung von Minsk. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Matschmann. Ich hoffe, dass Sie nur zu Ende und nicht am Ende sind. Wie bitte? Ich hoffe, dass Sie nur zu Ende und nicht am Ende sind. Nein, am Ende bin ich nicht. Als nächstes für die Sozialdemokraten der Kollege Dr. Nils Schmidt.